Da sind wir wieder hier. Ich kann das die ganze Zeit verschieben. Ich dachte, ich hätte es verschoben. Okay, wenigstens haben wir den Schal, den wir brauchen, noch bekommen. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich es verschoben hätte. Oder zumindest probiert. Weil ich bin doch nicht so doof, oder? Anscheinend doch. Geh weg. Hier dürfte der Hund drin sein. Ich dachte für einen Moment, das wäre das Mädchen, das wir suchen. Ja, danke. Dich. Ich liebe dich auch. Nicht ins Loch fallen. Ich will nämlich erst in den Kamin reinklettern. Wenn man das kann. Okay, dann gehen wir erstmal nach unten. Der Morgan. Wer bist du denn? Ich traf dich in der Kneipe. Die vielen Bücher der Mann scheint Schriftsteller gewesen zu sein. Hier ist eins, das von Lurans Untergang berichtet. Laut Buch sind Dämonen in die Stadt eingefallen. Okay. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Du bist Hedi, ja, aber wer ist Hedi? Kann ich hier schlafen? Ja, danke, meine Fresse. Ja, endlich. Das heilt auch nur meine Wunden. Und macht mir, gibt mir nicht mehr Knollen oder so ein Käse. Okay, dann wollen wir nochmal hier raus. Ja, ich bin voll geheilt. Ich wollte eigentlich nicht raus. Textliche. Ich wollte ja nicht die ganze Zeit angreifen, aber der hat nicht mehr aufgehört. Bin ich eigentlich... Auf was für eine Rüstung bin ich gerade? Okay, auf die Mönchskutte. Ich gehe erstmal hier runter, bevor wir uns da runterspringen. Doch. Werdet ihr auch zu Geistern? Ja, ein Geister scheint. Das war eine Kackidee, weil jetzt werde ich komplett zum Anfang geschleppt. Ja, das war nicht so geil. So. Ich will eigentlich nicht Gegner auslassen, die ich eigentlich einfach besiegen kann. Weil es gibt Erfahrungspunkte. Die sind wichtig. So. Das war dann jetzt. Warte. Den noch besiegen. Den hier oben. So, zack. Ich bin am Überlegen, ob ich nochmal pennen gehen sollte, weil das ist halt eine volle Heilung. Und ich werde es wahrscheinlich auch in Anspruch nehmen. Dass ich da wirklich irgendwie 2-3 Minuten drin saß und dachte, wie komme ich weiter? Und dann... Ich dachte halt, ich kann nur, wo die hellen Stellen sind, Sachen verschieben. Aber ich kann nur die hellen Kisten verschieben. Das ist der Witz des Ganzen. Auf jeden Fall habe ich genug Kohle für neue Sachen. Wie gesagt, wir gehen mal kurz pennen. Morgans. Oder Morgans. Keine Ahnung. Was, wie das ausgesprochen wird. Morgan oder Morgan. Wahrscheinlich Morgan. Captain Morgan. Nee. Halt Englisch wird es wahrscheinlich ausgesprochen. So, dann
besiege ich dich nochmal. Die Tische. Ich habe ja die ganzen Tische irgendwie ein bisschen sehr übersehen. Oder vergessen, dass es so viele hier sind. Warte, da lebt nur Leben. Ist relativ, aber da war noch was. Okay, dann wollen wir mal hier runter. Da sind wir auf der anderen Seite von dem Ganzen. Und da ist eine Truhe. Und da ist drin ein Sakralsiegel. Sakralsiegel? Damit mache ich was? Wahrscheinlich in Utensilien. Allerdings Schal. Hält Geister fern. Möchtest du das auswählen? Ja, bitte. Ausgerüstet. Wahrscheinlich kann ich jetzt die Geister auch besiegen. Ein Geist erscheint. Aber der Geist kann nichts machen. Ich meine, ich kann auch nichts machen, aber ich kann mich wenigstens hier ein bisschen umgucken. Ein bisschen mehr. Ja, die nerven, aber mehr auch nicht. Vielleicht kann ich in den einen Raum, wo man mit den Geistern, wo die einen wegbringen, vielleicht kann ich da jetzt was machen. Ich krieg noch mal mit Hedy. Vielleicht sagst du mir irgendwas Intelligentes. Ich traf dich in der Kneipe, die vielen Bücher. Dämonen in die Stadt, ja. Ak schlägt ein Buch auf, es ist ein Tagebuch. Heute erschien ein seltsamer Fremder, ein Prediger. Wie ihm von den Dämonen erzählten, schuf er ein Schutzsiegel. Das Siegel beschützt uns vor dem Bösen. Ak schlägt ein Buch auf, es ist die Chronik der Stadt. Aufgrund des Klimas gab es in Luran nicht viel Landwirtschaft. Die Stadt lebte hauptsächlich von den Edelsteinvorkommen. Luran wurde eine prächtige Stadt, mit keiner anderen vergleichbar. Doch in den vergangenen Jahren war uns das Glück nicht mehr hold. Angrenzende Flüsse trockneten aus und die Hölle öffnete ihre Pforten. Hier enden die Eintragungen. Kann ich nochmal hiermit interagieren? Nein. Was ist denn das hier? Ne, einfach nur eine Kiste. Also eine verschiebbare Kiste, glaube ich. Soll das sein oder sowas? Kasse hier alles. Dummer Tisch. Jetzt habe ich den Sakralschal. Was bringt mir das jetzt, um ehrlich zu sein? Außer dass ich vielleicht in den einen Raum da mal rein kann. Oh, Level Up, endlich. Kapitelstärke um 11, gut. Stärke um 2, Abwehr um 2. Abwehr um 3 wäre schön gewesen. Weil ich krieg mir ein bisschen zu viel aufs Maul. Dann muss ich, warte, dich so schieben und dich dann so. Und dann bin ich schon wieder draußen. Geister erscheinen. Kann ich mit dem Gitter hier irgendwie was anfangen? Ich habe wahrscheinlich irgendwo noch einen Weg durch die Stadt verpasst. Wo der Hund sein könnte. Ich kann die Steine auch nicht aufheben, ne? Was war nochmal? Ich weiß nicht mehr, was alles in den Häusern war. Deswegen gehe ich schon mal in die Häuser rein. Hier war, glaube ich, nur die kleinen Piefken hier. Die viele Pitze.
Mit denen ich auch nicht wirklich, also hier in dem Raum. War hier... Ist hier irgendwie was von Interesse, oder? Kann ich hier mit interagieren, mit dem Bücherregal? Natürlich nicht. Mit dem Bücherregal hier? Weil in den einen Raum konnte ich ja Sachen lesen. Hier ist erstmal nichts von Interesse. Kann auch... Ich kann nicht das Item einsetzen, sondern das ist halt passiv. Was auch irgendwie ein bisschen Banane ist, wenn du ein passives Item ausgerüstet haben musst. Wo könnte denn der Hund noch sein? Weil den muss ich ja finden. Oder ist er am Anfang der Stadt? Also außerhalb der Stadt. Klasse, dass hier die ganzen Steine im Weg sind, um den da zu besiegen. Von der rechten Seite aus. So, hier nochmal. Hier war auch nichts von Interesse. Wie es wirkt. Außer, das ist ein scheiß Weg. Ich dachte, vielleicht kann ich hier mit der Wand irgendwie was unternehmen, aber das ist nur ein Weg. Das sah aus wie Wand. Ich kotze gleich in einem Strahl. Das alles, ich kann Sachen nicht erkennen, die anscheinend eindeutig sind. Strahlenlanze. Das war jetzt aber natürlich auch nicht das, was ich wollte. Ich habe nur noch eine Wunderknolle. Strahlenlanze, wo ist sie? Das ist die, ne? Die ist... Ich habe auch so selbst weggedrückt. Die ist schwächer, strahlt in dunkler Nacht. Vielleicht müssen wir das auswählen. Ich glaube, wir haben Nacht. Macht das Sinn? Vielleicht ist sie auch gut gegen das ganze untote Zeug hier. Okay. Scheint jetzt nicht so viel besser zu sein, um ehrlich zu sein. Geh mal raus. Mal gucken, wo wir hier landen. Luran. Ah ja, da war ja noch ein Teil des ganzen Dorfes. Ich habe das komplett vergessen. Hier geht's nirgendwo lang. Da ist Gold. Das nehmen wir mal mit. Ich muss mal das Mikrofon näher an mich ranholen, weil ich so weit weg davon immer gehe die ganze Zeit. Geht's irgendwo hin? Vielleicht, wenn ich rausgehen wollen würde, was ich jetzt gleich mal probiere, würden Geister versuchen, mich aufzuhalten und deswegen brauchte ich das Sakrileg-Dingens. Drauf geschissen. Geh mal zu dem Dorf, erstens um mich auszurüsten und zweitens Mario zu erzählen, ich glaube mein Zeug ist oben. Also der Ausrüst-Heini Laden, nennt man das auch, glaube ich. Willkommen. Erstmal eine normale Knolle, dann 8 von den großen, dann kaufe ich alles, okay, kann ich alles tragen,
Brauche ich alles an Giftheilung, die du mir verkaufst. Die Rüstung brauche ich nicht mehr. Dann gehen wir mal speichern, weil ich seit Anfang der Aufnahme... Also ich war gar nicht speichern, soweit ich weiß. Deswegen mache ich das mal lieber. Okay. Vielleicht ist der Hund auch gar nicht mehr in Luran. Nee, Luran ist das Dorf hier, ne? Kacke, wie hieß das Dorf, wo ich gerade die ganze Zeit war? B-Knopf zum Runterfallen. Warte, ich sollte mich mal kurz hier hinlegen. Wenn das geht, ja. Damit ich vollgeheilt bin. Ach, ist das... Also ich stelle mich vielleicht auch ein bisschen zu sehr an, um ehrlich zu sein. Dass ich ein bisschen zu doof bin, dieses Spiel zu spielen. Also mit dem Weiterkommen und alles. Vielleicht weiß Mayo ja jetzt irgendwie, was ich machen muss. Wo du ran liegt? In... Ja, okay. Ich gehe... Nein. Da sollst du hin. Hier. Kann es hier nicht sein, wo du ran liegt. Ich denke mal... Ich muss wirklich außerhalb von Luran suchen, nach dem Hund. Wo geht's hier nochmal raus? Ah, hier. Ich muss, glaube ich, nach dem Hund suchen. Und ich könnte mir schon ein paar Orte vorstellen, wo der Hund sein könnte. Entweder bei den Nomaden oder da, wo nichts war. Nämlich hier in der Ecke. Hier. Dass hier der Hund ist. Irgendwo. Kann ich mir gut vorstellen. Aber so wie es aussieht, ist er auch nicht hier. Dann würde ich mal bei den Nomaden gucken gehen. Aber hier ist anscheinend gar nichts. Sonst gehe ich durch die... Wenn bei den Nomaden auch nichts ist. Na okay, dann gut. Dann würde ich... Ja, jetzt laufe ich da aus Versehen rein. Die ganze Zeit bin ich da wie ein Meister drumherum gelaufen. Wie ein Vollidiot. Und jetzt laufe ich da mitten rein. Okay. Hier irgendwo ein Hund. Okay, habt ihr hier einen Hund gesehen? Okay. Du vielleicht? Das Item kann ich auch nicht benutzen. Ich gehe mal in die Wüste. Sonst habe ich auch keine Ahnung, wo ich hin soll. Außer nochmal in die Stadt und den Hund irgendwo suchen. Aber ich habe den auch nirgendwo gefunden. Aber die Musik ist jetzt komplett anders, ne? Diese Hitze. Die Musik ist eine andere. Die Musik ist eine komplett andere. Ich verbrenne innerlich. Lande ich denn bei den Nomaden oder wo lande ich dann, wenn ich jetzt umkippe? Noch nicht angreifen. Hackschwinden die Sinne. Normalerweise läuft hier die Musik der Nomaden. Und ich, okay, vielleicht war das auch nur... Vielleicht war das auch nur ein Bug die ganze Zeit, dass die Musik der Nomaden
in der Wüste lief. Und dass das nicht so sein sollte. Ich rede mit den Leuten hier gar nicht mehr, außer mit dem Mädchen, das nicht reden will. Ja, dann gehen wir nochmal nach Luran. Weil ich weiß sonst nicht, wo ich hin soll. So, hier irgendwo in die Ecke. Der Hund muss ja irgendwo hier sein. Vielleicht muss ich das Item benutzen. Oder ausgerüstet haben, damit der Hund zu mir kommt. Geh nochmal zu Marlins Haus. Warte. Ich weiß nicht, ob die Waffe wirklich besser ist. Leute, werten ist die schlechter, aber irgendwie haue ich die Zombies auch so mega kaputt. Gerade. Mache auch immer Crits die ganze Zeit. Das ist ziemlich gut. Und die explodierenden Mädchen, also dessen Köpfe explodieren, die, also nicht explodieren im Sinne, sie einfach weggehen, sondern, ja, ich muss, glaube ich, schon hier dahin. Warte, hier soll noch ein Durchgang sein, ne? Hat doch einer gesagt. Meine Güte, ich bin so scheiße manchmal. Da war ja so ein Tipp. Okay, dann laufen wir mal schnell. Und wenn nicht von den Tischen getroffen werden. Wieder so ein Ofen. Weil man hat gesehen, wie Zombies da reingelaufen sind. Und ich habe mich immer gefragt, wo die Zombies sind. Und dann ist mir erst eingefallen. Oh, ein Geist. Von einem Geist gefangen worden. Ach, deswegen. Okay, das war jetzt doof, dass ich... Warte, hier. Es war doof, dass ich jetzt das Item, das Sakra-Siegel... Ich muss ja auch zuerst das Sakra-Siegel haben, bevor ich überhaupt weiterkomme. Das war jetzt doof, dass ich das jetzt nicht bei hatte. Sondern den komischen Schal von Luan. Nein, nicht Luan, Mylin. So, dann gehe ich da wieder durch. Jetzt versucht mich der Geist zu fangen, sobald ich da bin. Und dann kann der mich mal, aber sowas von... Den kann ich aber auch nicht angreifen und ich kann auch nicht hier durch das Tor, Gitter, was auch immer. Okay. Hier hätte ich auch gar nicht durchgekonnt ohne das Sakra-Siegel. Okay, die sind besiegt. Vielleicht entfesselt es auch nachts seine Stärke. Das könnte auch sein. Der Speer. Vielleicht ist das der Witz an der ganzen Geschichte. Huch, wie? So habe ich ihn nicht getroffen. Okay, Hund, bitte. Den Hund hier sein. Wo zum Henker bin ich? Nordseite, hier war ich noch gar nicht. Ich wusste nicht mal, dass es eine Nordseite gibt. Das ist eine Truhe, da möchte ich gerne hin. Ich versuche erstmal zur Truhe zu kommen, bevor ich hier irgendwas anderes mache. Obwohl, vielleicht sollte ich mal hier ins Haus... Na, jetzt habe ich so viele Gegner getötet. Komme ich hier zur Truhe? Wahrscheinlich hier durch irgendwie. So. Da komme ich nicht lang. Ich könnte natürlich weiter gen Norden gehen, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass da irgendwie Boss... ein Boss ist oder sowas oder der Weg weiter. Deswegen versuche ich erstmal hier durch die Dinger zu gehen. Geld 178 Taler. Ja, bei meinen 2455 sind das jetzt nicht auch so wirklich viele. So.
Nimm mit, nimm mit. Nimm mit. So, dann kann ich hier erstmal, glaube ich, nichts weitermachen, hier in dem Gebiet. Sondern ich muss weiter gen Norden. Dann gehen wir doch mal in Richtung Norden. Will ich in das Haus? Hier sind so viele Häuser. Vor allem, das ist so ein großes Haus, ey. Weil das zweistöckig ist. Das könnte heißen, dass das entweder länger dauert, da durchzukommen. Das könnte auch heißen, dass da ein Boss drin ist oder vielleicht mal Lin und ich komme dann nicht mehr hier weiter oder so. Deswegen würde ich erst so sagen, geh mal zu der Truhe, die ich da gesehen habe. Versuch mir da hinzukommen. Und wir gehen noch in keine Häuser rein. Was, das lässt sich nicht verhindern, dass wir nicht an die Truhe kommen, ohne irgendwie ein Haus reinzulaufen. Genau, da ist die Truhe. Geh mal in das Haus. Okay, hier sind Zombies. So. Ich weiß nicht wieso, aber gerade fängt mein linkes Auge an zu tränen. Das ist irgendwie nervig. Und irgendwie, glaube ich, auch nicht so gut, wenn einfach dein Auge anfängt zu drehen. Da geht's lang. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Moin. Erstmal ein Kristall. So. Ich sollte hier abhauen. Und so eine Knolle mal nehmen. Weil ich nicht weiß, wo Geister sind, würde ich erstmal das Sakrileg-Dingens, Sakrisiegel weiter benutzen wollen. Level 20 erreicht. Ich habe hier Stärke um 11. Wunderherrlich. Stärke um 2. Abwehr um 2. Glück um 3. Level 20. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet, dass ich schon so weit bin. Aber ich kämpfe auch sehr viel und verirre mich. Okay, ihr könnt mich alle mal, denn ich habe das Sakri-Siegel. Ein Geist erscheint. Okay, jetzt... ich dachte, das Spiel wäre langsamer, aber ich habe nicht richtig die Laufentaste gedrückt. Das war das Problem. Ich wollte nicht raus. Ich wollte erst die Gegner besiegen. Ein Kraftelixier, das macht mich stärker. Das sollten wir dann auch erstmal verwenden. Ein Vitalelixier wäre natürlich nochmal ein Ticken besser. Kraftelixier getrunken, eine Stärke. Ja. Besser eine Stärke mehr als gar keine. Okay, ich habe die alle liegen lassen. Apropos liegen lassen, ich will euch eigentlich auch nicht liegen. Weil ich weiß nicht, was es mir bringt, diese Viecher da zu besiegen, die dann zu Geistern werden. Hier wieder Richtung Norden. Warte, das nehme ich mal mit. Und gehe erstmal in die Häuser hier, bevor wir irgendwas anderes machen. Hör auf.